Man braucht sich mit dem Thema Digitalisierung und Wandel derzeit überhaupt nicht beschäftigen. Das ist natürlich eine immense Gefahr für uns und die Branche, weil wir im Grunde genommen die Digitalisierung verschlafen. I think that an initiative like the Real Estate Innovation Network with a strong partner like the Expo Real is just coming at the right time. Je mehr und je breiter die Startup-Branche ist, je innovativer die Startups sind, je mehr Ideen generiert werden, desto förderlicher kann es eigentlich nur für die Branche und für die Industrie in Summe sein. Wir als Strabag PFS sind ein großer Spieler, von daher sehen wir hier auch eine Verantwortung für die Branche, dass sich die Immobilienwirtschaft auch diesem Megatrend Digitalisierung, Automatisierung auch stellen muss. Wir werden eine eigene kleine Plattform in der Expo Real zum Thema Innovation, Technologie und Startups auf den Weg bringen. Die Startups haben natürlich eine Bombenchance, dort jemanden zu treffen, der sagt, die Idee ist brillant, die probierst bitte bei mir aus. Meine Vision wäre schon, dass das Thema Innovation fest mit dem Real Estate Innovation Network verbunden wird und die Expo Real das Schaufenster der Innovation der Zukunft ist.